Tag zusammen. Als letzte Energiekennzahl wollen wir uns nun mit dem Bedarfsfaktor und dem Reservefaktor beschäftigen. Also der Bedarfsfaktor, im Englischen Demand Factor. Der spiegelt im Prinzip das Verhältnis aus der Ja, aus dem Bedarf bezogen auf den maximal möglichen Bedarf wieder als Verhältnis. Zweite Kennzahl dann der Reservefaktor. Dieser Reservefaktor im Englischen dann entsprechend Reserve Factor. Der stellt als Kennzahl den Kehrwert dar, also gibt quasi an, wie viel Reserve übrig ist als Verhältnis der maximal abgerufenen Leiste oder verfügbaren Leiste bezogen auf die tatsächlich abgerufene Leistung. Gucken wir uns das mal einmal an, wie das mathematisch aussieht. Also der Demand Factor, manchmal auch bezeichnet als Utilization Factor, FD. Das ist also das Verhältnis aus der Spitzenleistung, PP, Peak Power, dividiert durch die Nennleistung, Pmax. Das heißt also, das Verhältnis ist natürlich kleiner als 1 oder kleiner gleich 1. Also, was ist die Spitzenleistung, die wir abrufen, bezogen auf die maximale Leistung? Das lässt sich jetzt natürlich noch ein bisschen umformen, mathematisch. Wir können das noch definieren als das Verhältnis des Capacity Factors. Das heißt also, wir definieren unseren Nutzungsgrad durch den Belastungsfaktor. Das heißt also CP durch FL ist ebenfalls dann der Bedarfsfaktor. Oder was sich auch berechnen lässt, ist dann das Verhältnis aus den Vollerstunden TF bezogen auf die Peak Load Hours, also die Benutzungsdauer, Werte entsprechend alle kleiner gleich 1. Typischerweise hat man immer die erste Definition, also die Spitzenleistung, die abgerufen wird in dem Zeitraum dabei bezogen auf die Nennleistung unseres Systems. Der Reservefaktor, abgekürzt klein r, das ist der Kehrwert des Bedarfsfaktors. Das gibt quasi an die maximale oder die Nennleistung, die ein System bereitstellen kann, bezogen auf die Spitzenleistung. Und entsprechend natürlich dann die Kehrwerte unserer Kennzahlen, die wir jetzt bereits kennengelernt haben, also FL durch CP oder entsprechend TP durch TF. Das ist der Reservefaktor, ist nämlich größer oder gleich 1. Das heißt also, mit diesem Reservefaktor lässt sich bestimmen, gibt es ausreichende Kraftwerksreserven, wenn man jetzt in einem Zeitintervall kennt, was ist die maximal abgerufene Spitzenlast, jetzt in Deutschland betrachtet über ein Jahr, die Spitzenleistung, die abgerufen wird im Stromnetz, liegt in Deutschland so bei ungefähr 80 Gigawatt. Wir haben im Moment eine Kraftwerksleistung, die bei ja, gut 200 Gigawatt liegt, das heißt, wir haben hier einen Reservefaktor von ja, ungefähr ja, 2,5, so das ist so die Größenordnung, die wir in Deutschland haben, bedingt natürlich durch die große Anzahl an volatilen Kraftwerken, Wasser, dann natürlich vor allen Dingen Wind und Photovoltaik. Die machen ja schon gut 100 Gigawatt aus, die im Zweifelsfall natürlich vielleicht nicht in voller Stärke oder Leistungsfähigkeit vorliegen bei den fossilen Kraftwerken. Und da liegt natürlich dann sind es nochmal ungefähr 100 Gigawatt, die wir haben. Aber auch diese Kraftwerksreserven in Summe, also zusammen mit Wasserkraft und Bioenergie, haben wir ausreichende Kraftwerksreserven, zusammengenommen natürlich noch mit den Kraftwerksreserven aus dem europäischen Ausland, da wir jetzt ja nicht nur Deutschland betrachten, sondern ein europäisches Verbundnetz haben. Das heißt, die Kraftwerksleistung oder der Reservefaktor ist entsprechend groß oder hinreichend groß, dass ein Ausfall des Netzes quasi unwahrscheinlich ist, solange die Nennleistung bereitsteht, wird die Spitzenlast auch in extremen Situationen nie die Nennleistung überschreiten, sodass der Reservefaktor in die Größenordnung von
ja, etwas über 1 kommen würde, sodass es dann in eine kritische Netzsituation kommt. Und der Demand Factor, Bedarfsfaktor entsprechend als Kehrwert, bildet halt das entsprechende Verhältnis ab, was ist die Spitzenleistung zur Nennleistung. Relevanter ist aber tatsächlich in der Regel der Reservefaktor, weil der halt also widerspiegelt, wie groß ist die Kraftwerksleistung im Vergleich zum abgerufenen Bedarf.